Versorex Wireless Solution. Herr Chang, was präsentieren Sie uns bei dieser Messe? Eines unserer Highlight-Produkte ist hier ein Produkt, wo man mit dem Handy Türen aufsperren kann. Alles, was ich dafür brauche, ist mein Smartphone. Jedes Smartphone hat inzwischen Bluetooth und ich nähere mich mit meinem Handy der Türe. Die Türe erkennt mein Handy über Bluetooth. Wenn ich mich auf einen Meter nähere, gibt es einen Schaltkontakt an das Schloss und das Schloss entriegelt mir dann die Türe. Und unser Highlight hier auf der Messe ist, wir haben hier ein Set zum Selbstnachrüsten mit der Bluetooth-Erkennungseinheit, mit dem Schloss und dem Netzteil, wo das gesamte Produkt, das gesamte Set um 429 Euro für Endkunden verkaufbar ist. Und das kann ich mir ganz allein selbst montieren? Der Wandleser gehört auf der Außenseite der Wand montiert. Das Schloss wird in den Türstock montiert, da sind meistens schon so Ausbrüche, die ich nur mit dem Schraubenzieher herausbrechen muss. Und natürlich muss ich den Strom in die Steckdose bringen. Wie erkennt das Schloss das Handy, das sich nähert? Das Schloss erkennt das Handy über die Bluetooth-Schnittstelle im Handy. Die sind gepaart, die sind verbunden einmalig. Und wenn ich mich dann bis auf eine Reichweite von etwa einem Meter nähere, weiß das Schloss, dass es jetzt öffnen soll. Wie viele Personen können da registriert werden? Ich kann neben Handys auch Zahlencodes anlernen. Ich kann 18 Zahlencodes und 6 Handys gleichzeitig anlernen. Der Zutritt funktioniert bequem über Bluetooth, das heißt, da brauche ich gar nichts machen, da brauche ich keine App dafür. Ich kann aber beispielsweise, wenn ich eine Person herauslöschen möchte, das ja auch mit einer App durchführen. In dieser App kann ich bis zu 6 Türen gleichzeitig anlernen. Beispielsweise bei der Hauseingangstüre sehe ich dann, welche Personen berechtigt sind zuzutreten. Die ersten beiden sind gesperrt, die unteren sind freigeschalten. Wenn beispielsweise die Susanne ihr Handy verloren hat, kann ich das Handy vorübergehend sperren. Wenn sie es jetzt wieder gefunden hat, würde ich sie jetzt wieder entsperren. Ich kann die Zutrittsprotokolle nachsehen, also ich kann nachsehen, wenn ich im Urlaub wäre, ist jemand reingekommen und hat die Blumen gegossen, indem ich die letzten 20 Zutritte ansehe. Ich kann beim Handy die Erkennungsreichweite auch einstellen. Das heißt, ich kann sagen, das Handy schaltet bei 1 Meter, bei 30 cm, bei 2 Meter oder bei 10 bis 12 Meter maximaler Reichweite. Das ist jetzt sehr praktisch, wenn man einkaufen geht und mit vollen Taschen nach Hause kommt. Genau, man braucht das Handy nicht mehr aus der Tasche nehmen.